hier ist, genial daneben. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt heute. Wir haben sehr interessante Fragen. Wir haben ein hochmotiviertes Rateteam. Ich freue mich ganz besonders, dass Herbert auch wieder... Ich freue mich jedes Mal, wenn du da bist. Das wird dir schon noch vergehen. Vor allem freue ich mich immer, wenn du am Ende der Sendung auch noch gesund und munter... Ich reg mich immer so auf. Ja, ja, ich weiß. Nein, mich freut das wirklich, weil es ist so ein intelligenter Kerl und der weiß so viel. Er kommt nur manchmal nicht mehr drauf in dem Alter. Aber egal, er weiß es halt. Und das erfahren wir hinterher immer, wenn er sagt, ich hätte es gewusst. Aber das macht ja nichts. Junge Freunde heute neben dir, Michael Kessler. Ja. Herzlich willkommen. Martin Schneider, wie geht's dir? Okay. Dann fangen wir an. Annette Heidrich wohnt in Lahr. Das liegt in Baden-Württemberg. Annette, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Hause auf dem... Auf dem Sofa. Also der Martin Schneider, wenn er nichts kann, aber klatschen kann er ja. Hatte gerade was von Waldorf, noch nichts geleistet, aber schon mal ein Lob. Ne? Natürlich. Er musste ja früher auf der Schule auch immer seinen Namen vortanzen. Ja. Wie das wohl aussieht? Das war ich nicht. Das war Ach, das warst du nicht? Nee. Entschuldige. Also Annette Heidrich aus Lahr möchte wissen, was ist die sogenannte Spuckhaltung? Die Spuckhaltung. Mit dem Wind. Sehr gut. Nicht gegen den. Nee, ist klar. Was war das auf dem Schiff, ne? Sagen wir so, ich hab's übertragen von einer anderen Technik. Natürlich, nein. So, Herbert, jetzt bist du da. Ja. Das war die Spuckhaltung ist ein Leiden. Eine bestimmte Körperdeformation, wo Leute, die diese Spuckhaltung haben, durch irgendwelche Verwachsungen, immer so dastehen, als würden sie spucken. Ist es vielleicht so ein... Moment! Nee, ich bin sehr nahe, ne? Nee. Okay. Ich glaube mal, die Haltung ist aber richtig. Es ist eine Haltung. Es hat was mit Haltung zu tun, ja. Das ist richtig. In der griechischen Mythologie, die Skulpturen, die so da stehen, als würden sie spucken. Wie stehen die da? Na so. Wie denn? So. Wieso? Ja, so in dieser Spuckhaltung. Wie ist das ein bestimmter Ausdruck. Da kommt Wasser raus, das ist ein Brunnen. So auf Notre Dame. So spuckst du? Nein, aber wenn ich jetzt am Brunnen wäre... Ich rede auch von der Spucker, ein Brunnen spuckt doch nicht. Ich habe noch nie einen spuckenden Brunnen gesehen. Wohl, habe ich aber schon viele. Na, viele. Ja, nur. Ja, nur, ich sehe eigentlich nur spuckende Brunnen. Also was? Brunnen. Ja, Brunnen, die so Gesichter haben die und Figuren. Aus den Mündern kommen Wasser. Da läuft das raus. Das ist die Spuckhaltung. Machen die keinen Ton. Herr Walder. So, also Haltung im weitesten Sinn stimmt ja, aber ich weiß immer noch nicht, was die Spuckhaltung ist. Bei Lamas? Bei wem? Bei Lamas. Das Lama an sich spuckt ja doch gerne. Nein. Und das sind die Lama-Halter auf den Anden, die müssen eben die halten, die Lamas so am Unter... Die Lama-Halter auf den anderen? Nein, nein, Herr Walder. Die Lama-Führer auf den Anden, auf den Felspassagen, halten das Lama so schön unten am Kinn, damit es nicht... Wenn Am Lama-Bart. Am Lama-Bart. Ich glaube, die... Ich glaube was anderes. Bitte. Aber sag du zuerst. Ich glaube, die Haltung ist so ein... Das ist doch keine Spuck. Das ist ein Spuckhaltung. Spucken ist doch, wenn man also ausholt. Und dann... Ne? So tiefes Einatmen. Vielleicht ist das so ein Lungenproblem. Sag, der hat die Spuckhaltung, der hat ein Lungenproblem. Ich glaube, das kommt mehr aus dem Tanzbereich. Wir wollen das jetzt von dir sehen. Ja. Also, weil es gibt ja zum Beispiel Tango, gell? Und da machen die ja auch mit den Köpfen immer so. Ja, das... So, je nachdem nach der Musik. Und das sieht manchmal so aus, als würde sie gerade aushole, einen rausäule. Aber in Wirklichkeit ist das nur die Musik, die... Ich würde dich gern mal Tango tanzen sehen. Kann man mal arrangieren, ja. Sind wir vielleicht im Tierreich? Gibt es vielleicht ein bestimmtes Tier, was gerne spuckt oder häufig spuckt? Wir sind eindeutig bei Menschen. Wir sind bei Menschen? Wir sind bei Menschen. Ja, da sind wir beim Kiefer, beim Kieferchirurgen. Wie heißt der? Arzt. Ja. Also, die Spuckhaltung ist eine bestimmte Haltung des Unterkiefers oder so, wo sich viel Spucke ansammelt vielleicht? Ist das vielleicht eine Lippen, wenn die Lippen beim einfach Zahnarzt spitzt? Ja, so, ja, so habe ich auch schon gedacht. Beim Zahnarzt, wir sind beim Zahnarzt. Wir sind überhaupt nicht beim Zahnarzt. Aber diese Lippen, wenn die so spitz werden, eine Spuckhaltung. Wenn man Spuck macht, Pickel man doch von innen hat oder so. Ihr könnt also, aber wer spricht denn so? Wer so ruhig ist, Herr Walder, das weiß ich doch nicht. Ist das vielleicht beim Logopäden? Das könnte natürlich sein. Bei welchem Sport sind wir denn? Bei dem Sport, bei dem man die Spuckhaltung einnimmt. Beim Weitspucken.
Wir sind beim Sport. Wir sind nicht beim Sport. Wir sind im Theater, liebe Kinder. So. Kennt ihr das? Man sitzt in der ersten Reihe draußen vorne oben auf der Bühne. Sein oder nicht sein! Also, ja. Diese Schauspieler. Das hat er gerade bis zu mir nach rechts gespuckt. So, das. Und ja, er streut. Menschen, er ist halt so, ein sogenannter Streuspucker. Natürlich. Und, alle Menschen gehen natürlich in den ersten drei Reihen in die Spuckhaltung. Damit sie nichts abbekommen. Das ist gut. Schauspielern. Die Spuckhaltung ist eine spezielle Haltung, die ein Arzt einnimmt, damit er sollte der andere spucken, aus welchen Gründen auch immer, es nicht abbekommen. Bei welchem Arzt denn? Halt's da so ein Arzt, wenn der da hinten mit dem Finger reingeht? Da. Wie die aussieht, weiß ich nicht. Wie wäre es denn, wenn wir beim Schönheitsoperateur sind? Es ist irgendwie eine Sache mit den Lippen. Da gibt es doch diesen schönen alten Spruch, mir rennet immer in die Mühle. Und dann sagt der andere, hab ich keine Last mit. Und wir sind irgendwie bei vielleicht einem Schönheitsoperateur? Also wir waren ja nicht beim Zahnarzt und auch nicht beim Kiefer. Wir sind auch nicht beim Schönheitsoperateur. Vielleicht kommt die Spucke aus einer anderen Öffnung. Aus welcher zum Beispiel? Anus? Oh, du hast doch von allen Öffnungen ausgerechnet die erwischt. Ja, also aus einem Nabel kommt bei mir keine Flüssigkeit. Das ist ja auch keine Öffnung. Aber das Ohr zum Beispiel, das Ohr ist so schön, es ist so trocken, es ist so sauber. Also Spucke kommt doch nur aus dem Mund, Kinder. Eben. Also, darf ich gleich nochmal zusammenfassen? Ich habe begonnen mit, es wäre eine Krankheit, das ist es nicht. Das ist es aber ist keine Krankheit. Also, ein Zustand. Dann ist es eine Gesundheit. Ja. Es ist ein man könnte jetzt, der Symptom. Arzt könnte sagen, nehmen Sie bitte jetzt die Spuckhaltung Nein, ein. Das kann er nicht sagen. Das sagt er auch nicht. Er sieht die Spuckhaltung und schließt daraus. Nein, auch nicht. Bei Babys. Im Mutterleib, Und zwar sind wir beim Embryon im Mutterleib. Das gibt's doch. Die sabbern doch immer, die Kleinen. Ja. Dann läuft es doch immer so raus. Also die Alten, also Entschuldigung, die machen mir das nicht kaputt. Die Kleinen und die Alten haben diese Spuckhaltung. Du kennst das ja. Wo das dann wieder so rausläuft. Und man es immer tupfen muss. Nein, mit dem das ist Sabbern, nicht Spucke. Ach so. Das kommt drauf an, Sabbern läuft, ist übrigens ein Zeichen also von Entspannung. Also wir waren bei den Babys. Moment mal, eine Sekunde, was war? Wenn man sabbert, dann ist man entspannt. Das ist ein Zeichen von Entspannung. Also wenn ich sehr entspannt bin... Dann nennt man dich Wasserfall. Dann brauche ich... Dann sabberst du. So. Ah, ganz kurz. Letzte Chance. Ich leide unter diesem Phänomen jetzt seit einigen Monaten. Ich weiß nicht genau, warum. Hat es was mit Schlafen zu tun? Ich weiß nicht, warum, aber mir läuft in der letzten Zeit beim... Mein Petsy-Bier ist schon ganz verklebt, mit dem ich schlafe, weil mir irgendwie die Spucke des Nachts aus. Ja, mir läuft nachts... Heller. Der verklebt aber nur dann, wenn du vorher noch etwas Süßes im Mund hattest. Jetzt sage ich es euch, jetzt reicht's mir. Also, guckt genau hin. Wo? So ungefähr sieht es aus, die Spuckhaltung. Das Baby liegt da. In dieser Haltung wird man normalerweise eingegipst, wenn man sich den Oberarm gebrochen hat. Und weil man sich so bequem in die Hand spucken könnte, sprechen die Ärzte hier von der sogenannten Spuckhaltung. Nein, das gibt's ja nicht. Das soll mal einer wissen. Das ist eine Frechheit, ne? Ja. Übrigens, habe ich mir gedacht, ihr könntet drauf kommen. Denn wir hatten mal die Bierglashaltung, wenn ihr euch erinnert. Toll, der war da wahrscheinlich vor 30 Jahren. Nein, aber die Bierglashaltung, Herr Hoeker, was war das denn? Die was? Die Bierglashaltung. Das ist eine krampfartige... Nein, die Bierglashaltung... Haben Sie 500 Euro oder warum stellen Sie hier dauernd Fragen? Wir hatten die Frage mal, wenn man sich die Hand gebrochen hat, wird die so eingegipst, dann sieht das so aus. Das nennt der Arzt die Biergashaltung und das ist beim Oberarm die Spuckhaltung. Aber das ist eine kleine Klugscheißerei am Rande. Es müsste aber dann eigentlich Torwarthaltung heißen, weil die einzigen, die sich in die Hände spucken, sind Torwarte. Wer spuckt sich denn in die Hände? Frage. Ich bin ja kein Arzt. Die Ärzte sagen Spuckhaltung. Ja, aber ich finde es an den Haaren herbeigezogen. Also man kann sich von so in die Hand spucken. Das sehe ich genauso. Aber das will doch keiner. Ob das einer will, ist doch egal, aber man kann es. Darf ich bitte an dieser Stelle die beide Haltung einnehmen? Ja. Danke. Annette Heinrich, 500 Euro, Gratulation.
So, meine Damen und Herren, jetzt gehen wir nach Münstertal, das liegt in Baden-Württemberg. Dort wohnt Klaus Pfefferle. Hätte es besser ins Schwabeländle passt, gell, Pfefferle? Nein, er wollte mal im Münstertal, in Baden-Württemberg, kommt ja, Baden-Württemberg ist ja. Münstertal? Ja, hat natürlich. Münstertal? Hat natürlich. Klaus Pfefferle? Hat Pfefferle. Bitte? Pfefferle. Du hast, aber alle Zuwanderer in der Schule damals geärgert, oder? Alle was? Zuwanderer, die so aus, nicht aus Nordrhein-Westfalen kamen, sondern aus Koblenz oder so. Oder aus Bonn. Also, Klaus Pfefferle aus Münstertal hat folgende Frage. Warum pinkelte das weltberühmte Mannequin Piss am 14. September 2007, also in diesem Jahr, den ganzen Tag lang nur tröpfchenweise? Am 14.09.2007 kam nicht der übliche Strahl aus dem Schniedel, sondern es tröpfelte nur den ganzen Tag. Warum? Der war verkalkt. Was habe ich da eben gehört vorher? Prostata. Na, er war verkalkt, die Leitung. Ah, war... zum Weltprostatatag. Nein, das war ein. Ja. Nicht Welt. Da war ein Kongress von Urologen in Brüssel. Ein Kongress von Urologen. Denen zu Ehren. Weil die, was oder Sie, vielleicht hat sogar ein Nobel in Brüssel. Was haben Sie vorher gesagt? Deutsche Prostatatag. Nein, auch nicht Weltprostatatag, auch nicht deutscher Prostatatag. Europäischer Prostatatag. Europäischer Prostatatag. An diesem Tag war der europäische Prostatatag. Das ist richtig. Nee, ne? Ja. Nein. Der findet, es ist wahr, der findet alljährlich am 14. September statt. Der europaweite Prostatatag, so nennt er sich. Aber warum haben die das gemacht? Ja, als Hinweis zur Vorsorgeuntersuchung. Richtig, ja. Ja. Also, es ist tatsächlich wahr, dass die belgischen Urologen am Tag des europaweiten Prostatatages, von dem ich bis jetzt auch noch nicht wusste, dass es ihn gibt, mit dieser Aktion Männer darauf aufmerksam machen wollten, doch früher zum Arzt zu gehen, sonst passiert ihnen das Gleiche. Die spinnen, die Belgier. Die spinnen, ja. Das ist Wahnsinn. Aber ich finde das großartig. Ich finde es auch ganz großartig. Ja, welchen europaweiten Tag können wir denn noch ins Leben rufen, wenn euch was einfällt? Fürs Mannequin Piss? Na, überhaupt generell. Also wenn es den europaweiten Prostatatag gibt, da gibt es ja noch andere Krankheiten, die man vielleicht so einen Eisprungtag? Ja, der internationale Eisprungtag. So. Ja, am 32. Mai. Genau. Sehr, da ist ja der Weltuntergang dann auch schon hinter natürlich. Uns. Klaus Pfefferle, es tut mir wahnsinnig leid. Es hat leider nichts genützt. Es gibt kein Geld. Normalerweise gibt es bei uns viel Geld, meine Damen und Herren. Und wenn Sie zu Hause ein bisschen Geld haben möchten, nichts lieber als das, nichts einfacher als das, schicken Sie uns Fragen genial daneben 50616 Köln. Rufen Sie an 01 3718 1120 oder eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Oder Sie machen es wie Detlef Palzherm. Er kommt aus Gütersloh, ist heute Abend hier bei uns in Hürth-Kaltscheuren im nicht geheizten Studio. Detlef, wo sind Sie? Dort. Das ist Detlef. Herzlich willkommen, Detlef. Sie sehen, ich habe Ihre Frage hier stehen und Sie sehen, ich habe keine Antwort darunter. Das liegt vielleicht daran, dass ich es weiß. Oh! Oh. Ich gehe gleich in die Spuckhaltung. Sie sollten Motivationstrainer werden, ja. Herr Walder. Das macht großen Spaß. Detlef möchte gerne wissen, was ist ein Spaltarsch? Spaltarsch? Was zeigen Sie gleich als Lösung, ein Bild? Ein Spaltarsch. Der ist so schlimm, da kriegt man Kopfweh davon. Was ist ein Spaltarsch? Frage ist doch jetzt wieder, warum weiß der alte Mann die Antwort? Ja, das, weil er einen hat. Oder? Herr Balder, Sie haben einen. Ein Spaltarsch. Hatte ich schon, ja. Das hat doch jeder Mensch. Hatten Sie schon? Ja, ich denke, das jeder muss hat nicht. Das, ne? Nein, das muss nicht jeder. Nein. Also wenn Sie das so per se wissen, dann geht mein erster Tipp dahin, dass es etwas mit Trommeln, Schlagzeug oder Klavier zu tun hat, mit Musik. Denn der Herr Balder ist ja Musiker und der spielt Schlagzeug und könnt Klavier. Könnte auch mit Frauen zu tun haben. Könnte mit Frauen zu tun haben. Er hatte auch mal Hunde und Pferde. Ja. Könnte das mit Frauen, Hunden, Pferden Autos? Oder das mit Autos, zu tun haben? Herr Balder, Sie haben ein sehr bewegtes Leben, wie ich gerade von den Kollegen habe. Ah, spannend. Ist das eine bestimmte... Sitz. Ein Hintern von einem Auto. Also ist das eine bestimmte Karosserieform? Seit wann hat ein Auto einen Hintern? Was?
Seit wann hat dein Auto einen Hintern? Ja, ich nenne das immer so. Ich sage immer, ein schöner Popo. Deswegen kaufe ich mir keine Mercedes mehr, weil die keinen schönen Arsch mehr haben. Also. Ja. Noch früher hat der Mercedes früher sah geil aus. Und jetzt sehen die von hinten genauso aus wie ein Audi oder wie alle anderen merkwürdigen Autos. Hm. Deswegen fahre ich ja noch den alten Jaguar. Aber egal. Also. Ja, ja, ich habe meine Autos auch alle vor die Garage gestellt, die sollen da nicht mehr rein. Nein, ich finde schon, dass man bei einem Auto durchaus von einem Popo reden kann. Also ich Mädchen, als Mädchen tue das. Spaltenarsch. Also es hat aber nichts mit der Autokarosserie zu tun. Nein, es hat nichts mit der Autokarosserie. Hat es denn was mit der Holzfällerei zu tun? Ja, ich war auch schon dabei. Spalten, mit der Axt, dass das so ein Begriff ist aus der Holzfällerei. Mhm. Ah, ja. Was könnte es denn sein? Was? Ja, das könnte er auch haben. Er hat ja viel Geld. Er könnte einen Kamin haben und Brennholz. Ja. Ein Spaltarsch könnte etwas in der Tat sein, um Holz zu spalten. Wie funktioniert das denn? Ja, oder es ist die richtige Erbe, wo man etwas reinhaut oder so. Wenn man das Holz drauflegt, um es besser spalten zu können. Und das Holz kommt drauf und dann spaltet man es damit. Man Axt. Nein, das muss das Holz wird auf ein Gestell gelegt, das Spaltarsch heißt, und dann haut man drauf. Und dann haut man drauf? Ja. Mit was haut man dann drauf? Mit dem Holz. Mit der Axt. Das Holz selber. Nee. Was denn jetzt, mit der Axt oder mit dem Holz? Also wir machen das verschieden. Denn der Spaltarsch ist die Grundlage. Ja. Der Spaltarsch ist die Grundlage. Bevor man mit der Axt zuschlägt. Man mit der Axt den anderen Holz... Wie sieht denn der Spaltarsch aus? Nee, das ist ein Holz. Ja, Spaltarsch halt, ne? Oder, nee, das muss ja das geteilte Holz sein. Das muss ja sozusagen eine Kerbe... Jetzt seid ihr euch aber nicht einig. Nein, ich bin der Meinung. Ich sehe es ja. Lass das Thema einfach weg. Wie wäre es denn, wenn der Spaltarsch der Typ ist, der die letzte Schmerztablette genommen hat? Ja. Ich hatte Zeit zum Nachdenken. Sehr gut. Aber das finde ich gut. Das ist von Bayer Leverkusen. Natürlich, weil die Spalttablette, die hat doch diesen Spalt. Und am Ende nennen die Mitarbeiter von Bayer Leverkusen die Maschine, die diese Tabletten presst, in die Form der typischen Spalttablette presst. Das ist der Spaltarsch. Ist das richtig? Nein, ist total falsch. Es gibt doch in der Politik auch immer die Spalter. Ja? Mhm. Vielleicht ist der eine Gemeinschaft spaltet oder eine Partei spaltet, ist ein Spaltarsch. Ja, oder es ist einfach ein unbeliebter Holzfäller. Ja. Das könnte auch sein. Bevor ich mich ärgere, rufe ich schnell Schmetterling. Ist es ein Schmetterling? Nein. Spaltarsch. Ich glaube, auch kein Kaninchen. Danke. Ich glaube, mit Arsch, also erstmal ist die grundsätzlich... Nein, es ist kein Lebewesen, definitiv nicht. Wir müssen mal kurz, also ihr könnt ja schon mal drüber nachdenken, ob Arsch generell eine andere Bedeutung hat, wie zum Beispiel nur Ausbeulung oder sowas. Ich würde jetzt erstmal sagen, der Arsch ist hinten und hinten ist etwas, was spaltet. Vielleicht befinden wir uns in der Landwirtschaft. Der Spaltarsch ist ein ganz bestimmtes Gerät, das hinten am Arsch quasi... des Traktors hängt und spaltet die auf dem Boden befindliche Heumenge in zwei Teile auf, damit die trocknende Luft besser an das noch feuchte Heu herankommt. Wie heißen die beiden Teile? Linker Teil und rechter Teil. Ja. Sehr gut, Herr Balder. Sehr gut. Frage beantwortet. Tut mir leid für Sie. Ist der Spaltarsch der Steuerknüppel in einem Flugzeug? Was? Nee, warum denn nicht? Es hat doch so eine runde Form und in der Mitte ist auch nochmal so eine Verstrebung. Und da Sie ja dauernd in einem Flugzeugsimulator sitzen. Das kann doch die Spalt aus. Das heißt Steuerknüppel. Ach, Herr Balder, Sie wissen doch, die Pilotensprache ist doch so originell. Natürlich. Es hätte doch durchaus sein können, dass ich genau auf den Punkt gewesen bin. Ich glaube, es hat mit Holz zu tun. Genau. Es ist ein Gegenstand, den man braucht. Oder Gegenstand oder. Da gibt es nur nichts. Da könnte man auch sagen, was trennt zwei Alkoholiker von zwei Nymphomaninnen? Die Cockpit-Tür. Die Cockpit-Tür. Ach, den habe ich letztes Mal vor 25 Jahren von Ihnen gehört, Herr Balder. Ich freue mich. So, weiter. Spaltarsch. Ich bin noch betroffen, tut mir leid. Der Spaltarsch. Es sieht sehr gut aus, Detlef. Wie wäre es denn? Es geht um eine Idee. Ich kam über das Kegeln darauf. Vielleicht gibt es in irgendeiner Sportart so einen Spalt, der dort eine Rolle spielt. Und der Spaltarsch ist der Eingang oder der Ausgang dieses Spalts. Mhm. Also eine bestimmte Stelle. Ja, lass uns mal ganz anderes nachdenken. Beim Minigolf. Es ist ein Begriff aus der Atomforschung. Atomspaltung. Stimmt. Ne? Ja, Kernspaltung. Kernspaltung. Ah. Vielleicht auch der Name für Werner von Braun oder so. Ja. Ja. Oder der Spaltarsch ist der Typ, der den Reaktor sauber wischen muss. Ist der Spaltarsch etwas aus der Gastronomie, um Eis zu crushen, um Eis zu spalten? Es gibt auch den Spaltpilz. Den Spaltpilz? Ja, gibt's auch. Ja. Kurze Frage mal an die Humanisten. Ja. Das Wort Arsch. Ja. Was hat das für eine Herkunft? Welche Bevölkerungsgruppen haben dieses Wort zuerst entwickelt? Die Nomaden. Aus welchen Sprachen kommt das?
Es hat eine lateinische Wurzel. Ist aber nicht zu verwechseln mit Ars, die Kunst. Wird oft gemacht und ist letzten Endes zwar auch dasselbe, aber hat dann einen Bedeutungswandel. Komisch, ich habe neulich erst ein Plakat gelesen, da stand drauf Arsch wie Wendy. Das war was anderes. Ja, ne? Das war was anderes, das war mehr so deine Richtung. Ist schon klar. Und ein Arsch was wie Beule oder sowas? Ja, ihr Lieben, soll ich vielleicht... Ich wäre dabei. Arbor, ja, also, würde es euch helfen, wenn ich euch die Lösung sagen würde? Das würden wir danach, wenn wir danach noch einen Versuch haben, dürfen Sie. Also, dann werde ich das mal erklären. Frau von Sinn. Herr Balder. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe bei Ihnen schon mal einen Spaltarsch erlebt. Sie, glaube ich, bei mir auch schon. Oh. Ich wusste nicht, dass die Beziehung so weit geht. Bei den anderen kann ich es nicht wissen, weil ich erstens nicht weiß, ob sie schon mal einen erlebt haben. Zweitens, weil ich nicht weiß, ob sie das Spiel beherrschen. Skat. Ja. Nein. Wenn man beim Skat spielt und das Spiel macht und die beiden anderen als Gegner hat und man zählt zum Schluss aus und beide haben 60, ist der Spieler der Spaltarsch. Ach, oh nein. Frau von Sinn. Herr Balder. Es ist so traurig. Detlef, 500 Euro für Sie. Gratulation. Gespaltener Arsch wäre ich vielleicht eher drauf gekommen, aber den Spaltarsch selber als Spieler habe ich noch nicht so. Das ist dann der Spieler. Klingt auch ganz anders, Heller. Das klingt auch ganz anders. Ja, tut mir leid, ich habe versagt. Da kann man doch trotzdem drauf kommen. Ja, ich habe versagt. Man muss vielleicht sagen, für alle, die kein Skat können, es gibt beim Skat halt die Sache, dass man am Schluss zählt und wer über 60 hat, hat gewonnen. Wenn man aber selber spielt und hat 60 und die anderen haben auch 60, hat man verloren und dann ist man der Spaltarsch. Gut. Ja, aber wieso heißt denn das so? Diese Frage kommt in der nächsten Sendung. Ja. Oder Sie lesen nach auf Videotexttafel 325 bis 467, dann ist es erklärt. Erklärung. Oder einfach mal bei Wikipedia gucken. Ach, guck, genau. So, okay, ja. Wiebke Hasselmann wohnt in? Baden-Württemberg. Hamburg. Achso. Wiebke Hasselmann möchte wissen, was ist eine Helferschere? Das habe ich aber doch schon mal gehört. Ich auch schon gehört. Das kommt aus der Zoologie. Es gibt ja diese Helferkrebse. Ja. Und die haben eine Schere und das ist die Helferschere. Ja. Was? Jetzt, Sie müssen auch zuhören, Herr Balder. Schriftlich einreichen. Mit drei Durchschlägen, ja. Also Helferschere. Ja. War das nicht der Aktuelle? Nee, überhaupt nicht. Nein. Es ist auch nicht so naheliegend, Medizin, die Helferin, die eine bestimmte Schere hat, um den Mullverband abzuschneiden. Das ist die Helferin, die die Schere hat, um den Mullverband abzuschneiden. Oder ist es? Bitte? Ist eine Stellung aus dem Kamasutra. Ja. Jetzt geht das wieder los. Wenn ich die nicht vormachen muss, würde Nein, ich mache vor. Wie sieht die aus? Ich kann das auch noch nicht. Du übst noch. Aber es hat was mit Einklammern zu tun, glaube ich. Mit Einscheren. Solange es nichts mit Abschneiden zu tun hat. Aber prinzipiell finde ich Körperlichkeit und Akrobatik nicht schlecht. Eine Helferschere könnte etwas sein bei einer Kampfsportart oder überhaupt im Sportbereich. Sport denke ich auch. Blutgrätsche, Helferschere. So. Ne? Das sind diese Begriffe aus dem Fußball, die ich alle nicht kenne. Okay, Blutgrätsche ist mir klar, aber was ist die Helferschere im Fußball? Damit operiert man das dann ab, die Blutgrätsche. Wie wäre es denn, die Schere? Dabei denkt man ja zuerst an eine Schere zum Schneiden. Ich denke an eine Schere, an eine Spreizung. Ja. Die Helferschere, das sind zwei Mitarbeiter beim Ballett, die einer noch jungen... Die rechts und links auffangen. Die einfach beim Strecken helfen. Deswegen war ich ja auch schon bei so Akrobatik. Ja, eine Schere. Sag mal, Herbert, ganz kurz. Ja. Scheren, ist das nicht was irgendwie an der Nordsee, Ostsee? Scheren? Gibt es das nicht? Scheren? Die Scheren, Sag mal eben, Scheren. Sag mal eben schnell, was das ist, Scheren. Scheren, das ist so eine Insel... Gruppe, also sind wir meistens unbewohnt, klein und so weiter, aber das sind die Scheren mit Ä. Die Scheren mit Ä. Ach, und wir schreiben uns schon mit Scheren. Die Scheren. Das sind keine Hilfsinseln. Die Helferschere. Ist das einfach in einer Schere, wird einfach die untere Schneide bei einer Schere die Helferschere genannt? Weil mit einer. Natürlich! Die Helferschere! Langsam, ist das geil! Lass doch immer die andere. Martin! Jetzt falsches. Jetzt Ich weiß es. Wir
Bitte, ihr seid dran. Ich schäme mich. Ah. Was sagst du? Was? Was denn? Ist doch völlig durch. Hat man einen Arzt da? So, macht ihr mal weiter, wir lassen ihn mal liegen. Lass ihn mal. Ich löse jetzt. Ich ja, löse mal. Den Krebsen eigentlich. Den Arzt brauchen wir für mich, ich bin echt kurz vor. Er braucht das, glaube ich, ab und zu. Herr Göttin, ganz kurz, haben Sie jetzt die Antwort? Ja. Hast du sie wirklich? Würden Sie sie eventuell auch formulieren? Das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich. Wenn ich wieder bei Sinn bin. Es handelt sich dabei um eine... Wenn Sie wieder bei Sinn sind, dann müssen Sie rübergehen. Gerne. Ja, dann komm mal zu mir, Schatz. Komm mal auf meinen Schoß. Löse jetzt erklär uns mal in aller Ruhe. Die Helfer stehen. Das ist so geil. Ich hatte sie schon in der Hand. Die ist einfach. Muss der schief sein? Das Zwölferchen hatte die Helferschere schon in der Hand. Also. Er hatte was? Die Helferschere schon in der Hand. Ihr? Mhm. Bei der Helferschere, meine Damen und Herren, handelt es sich um ein Objekt, was vor allen Dingen in Kindergärten oder anderen Erziehungsbereichen eingesetzt wird. Dabei ist das Kind in der Lage, im vorderen Bereich die Schere zu halten, hat aber die Möglichkeit, von einem Erziehungspersonal im hinteren Bereich unterstützt zu werden, weil sich auch dort zwei Ringe befinden, wo der Helfer in die Schere hineingreifen kann, um dann die Schnittkraft zu verstärken, dessen des Kindes noch nicht ganz voll ausgereift ist. Herr Balder, stimmt das? Ja! Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja. Schön, dass Sie drauf gekommen sind. Ja. So ein Zufall, ne? Ja. Dank schön, mir, weil ich war bei der alten Schere war. Er hat sich erinnert, dass die bei ihm bis heute noch benutzt wird. Ja, Einsatz ist. Ich benutze sie mal, weil ich mit beiden Händen schneide. Ja, richtig. Aber das ist eine Helferschere. Jetzt für Kinder. So ein Kinder schneiden vorne. Was denn, Martin? So ein Orgasmus. Aber dass Sie uns beide alle hier zum Herzinfarkt gebracht haben. Ja, gar nicht. Ich war ja selber am Limit auch. Wiebke Hasselmann, es tut mir leid, aber das war, Sie haben ja selber gesehen, wie Hoeker auch innerlich. Ach, also orgiastisch. Sowas von mitgegangen ist, das nur so kracht. Das war der G-Punkt, glaube ich. Ne? Ja. Ey, Sex ist nichts dagegen. Das macht er übrigens zu Hause auch immer. Da schreit er immer seine Frau an. Ah! Helferschere. Dann kommt sofort der Nachbar. Ah, das finde ich jetzt wirklich auch komisch. Wir werden in Zukunft nur noch Helferschere rufen und Hoeker kommt. Ja. Sehr geil. So, gut, dann gehen wir mal zu Lino Meier. Sehr gerne. Biene Meier, das ist auch gefährlich. Nicht Biene Meier. Lino. Lino Meier, nicht Biene Meier. Mein Gott, jetzt artet es aber ein. Aus. Lino Meier kommt aus Schöneck, das liegt in Hessen. Und Lino Meier möchte wissen, was ist das Hosenträgerprinzip? Das habe ich auch schon mal gehört. Ich nicht. Das Hosenträgerprinzip. Das Hosenträgerprinzip. Hosenträgerprinzip. Da sind wir aber jetzt nicht schon wieder im Kleinkind, im Türrahmen. Es ist ein Haltemechanismus. Ja, wenn die... Ist der Hosenträgerprinzip die Erkenntnis, dass er mit einem Gürtel Bauchumfang nicht verringern kann? Bitte? Ist das Gürtel, das Hosenträger... Jetzt ist er voll, nehme den Kopf. Ich würde lieber nochmal die Helferschere erklären, wenn ich... Das war das Hoeker-Prinzip. Ja. Na gut, ich sag mal, aber das Hosenträgerprinzip scheint mir etwas zu sein in der Architektur oder in der Landschaft, um etwas zu stützen, um etwas zu unterstützen, zu halten. Mhm. Schön, dass eine sachliche Note reinkommt. Ich finde das toll. Aber es ist dehnbar. Also ich denke die ganze Zeit auch an diese Verband. Ah, nee, ich glaube, ich meine jetzt gerade einen Hosenträgerverband. Hosenträgerverband? Ja, ich habe irgendwas wabert bei mir auf der Festplatte. Also wir sind nicht in der Medizin und es ist eine Art des Verbindens. Bei wem jetzt? Beim Hosenträger? Hosenträger. Sie wissen genau, was ich meine. Nein. Es ist eine Art
einen Streckverband anzulegen, Hosenträgerprinzip, damit irgendwie noch was sich trotzdem bewegen kann, aber es trotzdem heilt. Also, dass der Verband praktisch wie ein Hosenträger aussieht? Ja. Nein, das geht ja gar nicht. Das tut doch auch weh. Richtig. So ein Hosenträger. Hosenträgerprinzip. Das Hosenträgerprinzip. Das Architektur. Ich sehe auch irgendwelche Brücken, die mit Stahlträgern gehalten werden, die irgendwo drüber liegen und von unten befestigt sind und die Brücke quasi nach oben ziehen. Und die müssen ja eine gewisse Dehnbarkeit haben, damit die müssen ja irgendwie nachgeben, damit da... Ja. Also sind wir im Brückenbau, Herr Balder? In welchem Brückenbau? Im Flussbrücken, also im Brücken... Im Hindernisüberwindungsbrückenbau. Im Hindernisüberwindungsbrückenbau. Oder ist Ihnen das zu konkret? Sind wir im Sicherheitsbereich? In welchem? Sicherheitsgurten zum Beispiel. Da trägt man ja Hosenträgergurten unter bestimmten Umständen, weil das ja dann eine gleichmäßige Verteilung des Drucks ist. Würde ich jetzt von mir aus innerlich verneinen. Also ja, aber es geht ja nicht um dich, es geht um das Hosenträgerprinzip. Ne? Also falsch. Sag falsch und falsch. Es. Aber falsch. Vielleicht ist das Hosenträgerprinzip, kommt das aus der Kleiderindustrie. Es ist die Art und Weise, dass man einen Körper vermisst, wie Hosenträger auch getragen werden. Also so eine, Warum muss ich denn für Hosenträger einen Körper vermessen? Es geht nicht um die Hosenträger, Herr Balder. Ich habe ganz allgemein, jetzt werden Sie nicht pissig, nur weil ich irgendwas gewusst habe. Ja. Nein, es geht nur generell, dass man den Körper, wie die Form eines Hosenträgers nachgeht, um irgendetwas zu vermessen. Verstehe ich, wie soll das funktionieren? Indem man zum Beispiel ein Skalpell hier ansetzt und dann herüber geht und nicht einfach mal so macht, wenn man nur an die Milz will. Also so bei der Leichenöffnung zum Beispiel. Ah, ja. Ein Hosenträgerförmig. Aber vielleicht ist es ja gar nicht der. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Es gibt den Hosenträger, wie wir ihn, etwas beleibt. Und den Träger der Hose. Das kann also jemand, ja also prinzipiell nur Hosenträger. Nur. Ne? Unter allen Umständen. Dann Hosenträgerprinzip. Dann ist es vielleicht Psychologie und es ist der Chef im Haus. Ja, oder ja, dann könnte ich es auch sein. Ich trage prinzipiell nur Hosen. Nur Hosen, ja. Du trägst keine Röcke. Nee. Aber keine Hosen. Hosenträgerprinzip. Ja. Ich will ja nicht wissen, was das Hosenprinzip ist, sondern das Hosenträgerprinzip. Es geht um den Hosenträger. Das ist ja das Interessante an der ganzen Geschichte. Ich finde, Prinzip hört sich irgendwie so klugscheißerisch an. So nach Beamten, nach Politik, nach Steuern, nach Börse, nach Bank. Nach Erfindern, nach Bankwesen. Weil Prinzip, finde ich, aber auch hört sich schon wieder nach so... Unterhemd, Bierflasche, Fußball, hol mir mal die Schluppen. Ne? Vielleicht also jemand, der nur Hosenträger trägt und sonst nichts. Wo macht er die denn fest? Ja, eben. Das ist ja. Am Bauch. An das habe ich jetzt nicht gedacht. Herr Balder, das ist nicht das Problem, das ist der Sinn. Also wir denken mal alle ein bisschen nach, meine Damen und Herren. Wir machen ein bisschen Werbung, sind gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Wir wollen immer noch wissen, was das Hosenträgerprinzip ist. Wir sind noch keinen Schritt weitergekommen. Gibt es auch das nicht im Entferntesten, gibt es auch nur in die Nähe. Gibt es auch ein Gürtelprinzip? Nein. Es gibt das Hosenträger. Und da habe ich denn recht, wenn ich irgendwie assoziativ in Finanzwesen bin, Schuldenberatung? Ob Sie da recht haben? Zwegert. Raus aus den Hosen. Das gewisse raus aus den Hosen. Eine Last verteilt wird auf vier. Irgendwie sowas. Ja, ich bin irgendwie wabert in meinem sehr schönen Köpfchen Geld, Finanzberatung, Bank. Ja, lassen Sie es wabern. Ich glaube immer an ein Aufhängungsprinzip. Keine Ahnung, wie es muss dehnbar sein. Es ist verstellbar. In einem Segelschiff vielleicht? Was ist denn da das Hosenträgerprinzip? Ja, wie man eben in der Lastenaufhängung. Ja, genau, Lasten. In der Lastenaufhängung. Die Verteilung auf dem Segelschiff. Der Lasten. Auf vier. Habe ich nicht gesagt, das hast du gesagt. Sie gesagt. Kreuz. Ja, gut, aber ich spreche für mich immer noch. Ne? Also die Lastenaufhängung. Ich möchte sagen, es gibt Hosenträger, die lassen sich in der Größe verstellen. Wir sollten vielleicht in diese Richtung. Ich glaube, alle tun das. Hab ich doch gesagt. Ja, dann möchte ich darauf hinweisen, dass es Hosenträger gibt, die im hinteren Bereich ein Plastikteil haben, die das zusammenhalten. Über Kreuz. Vielleicht geht das ist dahin. Oder über Kreuz. Und vielleicht ist das Hosenträgerprinzip über Kreuz. Über Kreuz. Da sind wir schon mal sehr gut. Ja. Möglichkeit, einen Badeanzug kürzer zu machen, weil wenn man ihn nicht über Kreuz trägt, er zu weit herunterhängt. Ich weiß, wovon ich spreche. Ja, aber so schwer ist die Hose natürlich auch nicht, aber. Also, über Kreuz ist schon mal sehr schön. So, Hosenträgerprinzip. Aber es geht beim Brezelbacken. Das ist das Hosenträgerprinzip. Nee, das ist das Brezelprinzip. Wir sind beim Klettern. Eine bestimmte Art, ohne Gurt, also ohne Klettergurt, ein Seil um den Körper zu binden. Und das geht auch noch über Kreuz, damit möglichst viel Körperoberfläche benutzt wird, so als Widerstand. Und das wird wie ein Hosenträger getragen. Und? Das tut weh, wenn man
Das tut nicht nur weh, das ist auch falsch. Ah, verdammt, deshalb tut es ja weh. Ja, jetzt tut es mir weh. Es geht gar nicht um ein Kleidungsstück. Nein, nein. Nein, nein, natürlich. Überhaupt nicht. Das ist eine Übertragung auf das. Es geht um das Hosenträgerprinzip. Straßenbau? 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 Brückenbau haben wir schon. Aber Straßenbau, dass man bestimmte Verkehrsknotenpunkte auch über Kreuz laufen lässt. Das ist absolut falsch. Ja. Kennt ihr das aus dem Verteilung? Kennt ihr dies, wo man mit so Käsekästchen, wo man immer so rück mal rück und dann malt man zurück rück und das sieht dann aus wie so ein Gitterfenster. Das nee, das kenne ich leider nicht. Kenne ich auch nicht. Ich glaube, das kennt keiner außer Ihnen. Wollen wir nicht kennenlernen. Nee. Ich glaube, ich sage es euch. Ja, ich wäre dankbar. Bitte. Also wenn jetzt Boris Becker, Michael Stich, wie sie alle heißen, hier sitzen würden, würden die uns sofort erklären. Tennis ist eine Laufrichtung. Eine Laufrichtung beim Doppel, damit man nicht im Wege ist. Sport. Ich habe gesagt, ich sage es euch jetzt. Wenn der Tennistrainer davon spricht, dass zwei Spieler Bälle nach dem Hosenträgerprinzip schlagen sollen, dann geht das wie folgt. Zwei Spieler stehen sich gegenüber, der eine spielt den Ball immer an der Außenlinie entlang, dann muss der andere darüber rennen und schlägt den Ball quer wieder zurück, dann muss der wieder rüber rennen, spielt ihn wieder gerade, schlägt den Ball quer wieder zurück. Wir haben das mal für euch, glaube ich, irgendwo vorbereitet. Da. Damit ich möchte Sie jetzt gerne bei dieser kleinen sportlichen Übung so sehen. So ungefähr sieht das Ganze aus. Der Schläger schlägt immer gerade und der schlägt immer diagonal. Hab ich doch das nennt das der Tennistrainer aus. Das Hosenträgerprinzip, nach dem trainiert wird. Und Lino Meyer aus Schönheit kriegt 500 Euro. War aber Gratulation. Ganz knapp dran. War knapp. Sehr schöne Frage von Frederik Wilms aus Mönchengladbach. Was ist eine Stripperkolonne? Eine Stripperkolonne? Ja. Da muss Herbert lachen, der muss an seine Jugend denken. Ich sag Ihnen, was eine Stripperkolonne ist. Bitte. Weil man nennt ja auch Strip so kleine Klebepunkte, wo man zum Beispiel Fotos auch in Fotoalben. Und früher war das ja immer sehr lästig, man musste immer schneiden. Und jetzt gibt es ja so Stripperkolonnen. Das heißt, du hast so aufgerollte Dinger, wo du jeden Strip so ganz praktisch abziehst und dann rollst du es ab. Und das würde ich sagen, ist eine Stripperkolonne. Falsch. Stripperkolonne. Na gut, dann sind das die Chips. Sie haben doch mal so eine Sendung früher gemacht, Herr Ball. Sie waren da auch dabei. Nein, da war ich nie dabei. In Straßen dieses Landes dafür beglückwünscht, was Tutti Frutti für eine schöne Sendung war. Und Herr Balder behauptet auch immer, ich wäre der Wirsing gewesen. Aber ich war nicht dabei. Gut. Also, Herr Balder, Sie haben so eine schöne Sendung gemacht in den 60er oder 50er Jahren. 50er. In den 50er Chin-Chin. Und da arbeitete dort doch damals auch eine Stripperkolonne, wenn ich mich recht. Ja. Mit Erdbeeren drauf und so. Ja. So Früchtchen. Nein, oder? Ich reagiert gar nicht. Aber Sie waren doch in der Sendung. Das könnte gewesen sein, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber das hat nichts damit zu tun. Ich versuche etwas, mag langweilig klingen, aber ich glaube, also es ist eine mechanische Tätigkeit, die von mehreren Leuten ausgeübt wird. Und dieses Stripping hat ja nichts mit Kleidern zu tun, sondern etwas, eine Verpackung zum Beispiel aufreißen oder loswerden. Und die sitzen in der Reihe so, da bin ich doch ganz, ganz nahe dran. Da bist du ganz, ganz weit weg. Wie ist denn, wenn eine Stripperkolonne eine Gruppe von Vögeln im Zoo ist, die gerade in der Mauser ist? Und hintereinander durch den Käfig laufen. Und hintereinander durch den Käfig laufen. Genau. Und dabei ein Lied singen. Ja. Wie wär's denn, also Kolonne dachte ich, ist was wie eine Reinigungskolonne. Also eine Gruppe, die irgendwie durchläuft und irgendwas sauber macht. Vielleicht ist die Stripperkolonne, die läuft rum und reißt Plakate ab, statt sie halt aufzukleben. Also die macht irgendetwas weg. Ja, das ist eine Reinigungsgruppe. Das ist es. Jetzt das ist eine Reinigungskolonne. Stripperkolonne. Es gibt doch den Sunset Strip Boulevard wahrscheinlich. Ja. Und es ist einfach ein Stau auf dem Strip. Findet ihr nicht, es hört sich auch arg nach Bundeswehr und Militär an, weil Kolonne, die fahren ja sehr gerne in Kolonnen. Ja, und vielleicht sind das bestimmte Soldatentrupps, die irgendetwas auch wieder abziehen oder abbauen müssen. Also sind wir beim Militär, Herr Balder. Wir sind anders. Ich darf ja nicht fragen. Herr Balder, wir sind beim Militär. Nein. So eine Kolonne. Wo gibt es denn noch Kolonnen? Was heißt denn Strip? Strippen? Ja, was heißt Strip? Was heißt denn Two-Strip? Was heißt denn Two-Strip?
Gute Frage. So, Leute. Das kann auspacken. Ich kann ausziehen, das sind Möbelpacker. Stripperkolonne sind die Jungs, die beim Ausziehen helfen. Auspacken, ausziehen. Wenn Strippen ausziehen heißt und ich ziehe aus, dann sind das die Möbelpacker, die mir helfen auspacken. Beim Ausziehen. Auspacken. Ja. Strippen heißt, to strip heißt aber nicht ausziehen. Auspacken. Auspacken. Das heißt auch nicht auspacken. Es heißt sehr wohl auch. Heißt das oh. Nackig machen? Muss ich wieder mit dem Lexikon kommen, wie letztes Mal? Muss ich das wieder nachweisen? Es hat aber noch mindestens drei müssen es wieder tausende von Zuschriften geben, die zeigen, wie falsch sie liegen. Es heißt auch noch ablösen, abstreifen es heißt auch noch, und darüber entfernen. Können wir reden. Aber es heißt nicht, ablösen. Es heißt auch noch. Aber es heißt ablösen. Auch noch ablösen, abstreifen, entfernen. Jetzt reg ich mich schon wieder sowas von auf. Diese Briefmarkensammler, die lösen ja immer Briefmarken richtig. Ab. Das sind Schöpferkolonnen. Ja. Was machen die? Briefmarken. Ablösen. Da im warmen Wasser. Dieser Wahnsinn. Und dann kommt ins Album. Überdammt, da kann man den Brief lesen, wieder zukleben und keiner merkt's. Ablösen, entfernen. Wir sind im Straßenverkehr und die müssen die Schilder neu verschriften. Stripperkolonne. Im Straßenverkehr, das glaube ich auch. Oder die da aufräumen an der Autobahn oder. Sind es? Ich habe Müllabfuhr, Straßenkehrer hast du. Müllabfuhr? Ja. Auf, lasst uns zu den Tonnen eilen und dem Müll eine Abfuhr erteilen. Oh, weia. Ich bin froh, wenn ich gleich wieder zu Hause bin. Ich sage jetzt gar nichts mehr. Das war von Heinz Erhardt, Frau Pinto. Herbert Herbert ist sauer. Das war von Heinz Erhardt. Ja. Ich sag's ja noch. Stripperkolonne. Also, was ist jetzt? Keine Erfolgserlebnisse. Was ist Stripperkolonne? Ja, soll ich euch vielleicht dann doch Maschinen? Menschen oder Maschinen? Das ist die Frage, die sich hier gerade... Also Maschinen ist gut. Ja, die lösen was ab. Maschinen ist gut. Maschinen und zwar lösen die, aber was? Die lösen was ab. Früchte. Altglas, neu, Recycling. Wir sind die gelben Streifen auf der Autobahn. Gelb, die sind die werden weiß. Nämlich heiß gemacht nach den Baustellen. Das ist eine Spezialfirma, die werden heiß gemacht. Stimmt. Und so. Und machen die auch so eine Geräusche? Das kommt drauf an, wie warm es ist und was die sonst so atmen darüber. Könnte. So, also ich sag's gleich. Also, Stripperkolonnen werden zum Beispiel eingesetzt in Erdölraffinerien. To strip heißt ablösen, abstreifen, entfernen, unter anderem. Und Kolonne. Das war jetzt wichtig, das hat sie jetzt vor dem Prozess gerettet. Ja. Und Kolonne kommt von dem französischen Wort für Säule. Kolonne. So. Kolon kenne ich als Darm. Naja, egal. Kolon. Also. Aus einer Flüssigkeit sollen bestimmte Inhaltsstoffe entfernt werden. Ein häufig angewandtes Verfahren geht dann so. Ein säulenförmiger Behälter wird mit der Flüssigkeit gefüllt. Dann wird mit Druck ein Gas durch die Flüssigkeit geleitet, das den betreffenden Stoff aus der Flüssigkeit herauslöst. Und diese Apparatur nennt man Stripperkolonne. So werden zum Beispiel in Erdölraffinerien leichtere Bestandteile aus dem Rohöl entfernt, sozusagen ausgestreppt. Das war ja ganz langweilig. Das war ja einfach. Da hätten wir drauf kommen müssen. Ja, da hätten wir drauf kommen müssen. Finde ich auch. Frederik Wilms. 500 Euro. Gratulation. Also wie soll man denn sowas wissen? Also dann hat er... Man kann nicht alles wissen. Man kann nicht alles wissen. Es gibt auch schwere Wir haben Fragen. Die Frage nach der Stripperkolonne nicht gestellt, damit wir jetzt wissen, was eine Stripperkolonne ist. Ich habe es gehofft. So, und jetzt wiederholen Sie das doch nochmal, wo der Zettel nämlich unten liegt. Wir wollen ihn jetzt nicht quälen. Wiederholen. Ja, meine Damen und Herren, das war's. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Tschüss.